Oh, es wird Sommer und das Wetter ist einfach viel zu gut, um drin zu sitzen. Vielleicht das Wichtigste vorweg, nein, ich habe mir diese Tischdeckenfarbe nicht ausgesucht. Heute geht es um Filter, welche gibt es, und die Preisfrage, brauche ich heutzutage bei Digitalfotografie noch Filter, ja oder nein? So, wenn ihr euch im Netz ein kleines bisschen umgeguckt habt und regelmäßig über Fotografie-Themen informiert oder euch Fotos anguckt, dann seid ihr sicherlich schon mal auf Filtersysteme, Steckfilter, Schraubfilter etc. gestoßen und fragt euch jetzt vielleicht, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Bevor wir die Frage vielleicht final mehr oder weniger beantworten, kleiner Überblick, was es denn so gibt. Im Großen und Ganzen gibt es eigentlich zwei Arten von Filtern. Es gibt Schraubfilter, die man aufs Objektiv draufschraubt, und es gibt Steckfilter, also Filtersysteme, wo man Filter reinsteckt. Zu den jeweiligen Besonderheiten komme ich gleich nochmal. Und für beide Systeme gibt es dann unterschiedliche Arten von Filtern. Es gibt Graufilter, die im Prinzip die Belichtung reduzieren, es gibt Polfilter, es gibt Verlaufsfilter für Stecksysteme und es gibt eine ganze Menge an Effektfiltern. Und das Ganze kommt eigentlich noch aus der analogen Zeit, wo man natürlich auf Film geschossen hat, sowie bei Fotos als auch bei Film. Und da, wenn man den Shutter ausgelöst hat, im Prinzip das Bild final war. Und da musste man halt schon beim Fotografieren so viel wie man konnte das Bild in irgendeiner Weise beeinflussen. So, in der digitalen Zeit, insbesondere mit Kameras von Sony wie der A7R Mark III, die einen wahnsinnig hohen Dynamikumfang haben, kann man sich zu Recht die Frage stellen, brauche ich das heutzutage noch? Man kann nämlich extrem vieles in der Nachbearbeitung, in Lightroom oder in Photoshop oder wie auch immer machen. Könnte sich fragen, muss ich so viel Geld in Filter investieren? Dazu habe ich persönlich eine klare Meinung. Das ist, wie gesagt, wie immer meine subjektive Meinung und ihr müsst für euch abwägen, ist das für euch das Gleiche oder zählt das für euch genauso wie für mich, aber hier vielleicht mal meine Sicht. Erstens, und dazu habe ich schon mal in einem anderen Video was gesagt, ich sehe mich als Fotograf, das heißt, ich gehe raus und fotografiere. Ich sehe mich nicht als Photoshopper. Natürlich kann man vieles digital machen, natürlich kann man vieles in Photoshop machen, aber ich habe eigentlich keine Lust rauszugehen, zwei, drei Schnappschüsse zu machen, dann nach Hause zu gehen und dann stundenlang das Bild in Photoshop gerade zu biegen. Das ist nicht mein Ansatz. Das ist ein bisschen philosophisch und das kann jeder für sich selber entscheiden. Und insbesondere, wenn ihr vielleicht gerade nicht die Kohle habt, euch solche Filter zu kaufen, ist das auch eine tolle Möglichkeit, trotzdem das Ergebnis zu erzielen. Im Großen und Ganzen versuche ich aber immer, wenn ich abdrücke, das Foto so weit wie möglich fertig zu haben und nur noch den Feinschliff am Rechner zu machen. Ich verbringe lieber die Zeit draußen, als dass ich vor der Glotze oder vor dem Monitor hock und mit Photoshop meine Bilder vergewaltige. Das Zweite ist, ich fotografiere tatsächlich auch gerne noch analog, wie ich gerade schon gesagt habe. Da ist es so, wenn man auslöst, ist das Foto einigermaßen final. Und da ist eben genau das, diese Denkweise eben sinnvoll, dass man sagt, ich möchte so viel ich kann beim Auslösen schon erledigt haben. Und natürlich, ich filme jetzt auch viel und da ist der Dynamikumfang von Film, zumindest mit den Kameras, die ich benutze, sehr viel geringer als bei Fotos und da kann man auch sehr viel weniger nachbearbeiten und sehr viel weniger gut nachbearbeiten. So, und der dritte Punkt ist, abgesehen davon, ist es für mich, wie ich finde, ein wahnsinniges Geraffel, das Ganze immer digital zu machen. Also man kann beispielsweise hier so ND-Filter simulieren, dazu komme ich gleich, was das genau ist, indem man tausende Aufnahmen macht, die alle in Photoshop stackt und dann anfängt rum zu Photoshoppen und das alles zusammennudelt. Boah, bei 88 Megabyte pro Bild und wenn ich dann irgendwie 4-5 Bilder machen muss und das Ganze stacken, dann geht mir der Rechner in die Knie und ach, das ist irgendwie alles für mich irgendwie ein bisschen nervig. Und es gibt dann wiederum auch Sachen, die man in Photoshop eben nicht so gut hinkriegt. Wäre jetzt hinter mir ein Wasserfall, könnte ich ein paar Aufnahmen machen, die stacken und könnte den Wasserfall dann so halbwegs freistellen. Aber rechts und links bewegen sich halt die Bäume. Das heißt, ich müsste dann von einer Ebene die Bäume nehmen, von den anderen Ebenen den gesteckten Wasserfall. Und das, ja, da muss ich mir schon viel zu viel Gedanken machen, ob das nachher überhaupt klappt. Und in vielen Fällen klappt es eben nicht. Oder in einigen Fällen klappt es eben nicht. Und darüber hinaus gibt es eben auch Filter, die man digital nicht simulieren kann. Allen voran der Polfilter. Das ist im Prinzip, ist der Filter, den ich am längsten schon benutze.
Das klötert ein bisschen. Gehört das so? Was macht ein Polfilter? Also im Prinzip filtert der Reflexion und Querstrahlung raus. Beispielsweise im Himmel. Das klappt am besten in der sonnenabgewandten Seite, also wenn man die Sonne im Rücken hat, in Richtung Himmel fotografiert und dann den Polfilter reindreht, dann wird der Himmel so richtig schön dunkelblau und die Wolken werden richtig knackig. Das funktioniert nicht in Photoshop. Das kann man auch hier zum Beispiel sehen. Jetzt habe ich hier tatsächlich einen Polfilter drauf auf der Kamera und einen ND-Filter übrigens. Ich habe hier den Polfilter ein bisschen reingedreht und dadurch werden die Blätter oder reduzieren sich die Reflexion auf den Blättern. ND-Filter, wie ich gerade schon gesagt habe, oder auch Graufilter genannt, sind im Prinzip Filter mit unterschiedlichen Intensitäten an einer Graubeschichtung. Also sie fangen halt beim Hellgrau an, bis hin zu ziemlich fast schwarz, wie man hier sieht. Und die einzige Aufgabe dieses Filters ist es eigentlich, Licht wegzunehmen. Das bedeutet, an Tagen wie diesen, ich filme mit einer relativ offenen Blende. Normalerweise wäre die Verschlusszeit extrem hoch. Das möchte ich nicht. Ich tue also einen Graufilter drauf, der das Ganze ein bisschen abdunkelt und schon kann ich die Blende öffnen bei verhältnismäßig niedriger Verschlusszeit. Das geht so weit, dass man hier, wie in diesem Fall, ein ND3 hat oder ein Tausendfach, der 10 Stops, soweit ich weiß, Licht wegnimmt. Das heißt, man kann bei Sonne, bei voller Sonne, Langzeitbelichtung machen. Das ist zum Beispiel schön, wenn man Wasser hat, das wird dann schön glatt. Das habe ich auf Island sehr, sehr häufig benutzt oder eben auf Sylt. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Stärken. Ich habe einen 10er, es gibt aber auch 15er, also 15 Blendenstufen. Das wäre am Tag wie heute sicherlich hilfreich, denn wenn ich den hier drauf tue, bei so hochstehender, heller Sonne reicht das gar nicht aus. Muss dann jeder für sich selber entscheiden. So, und dann gibt es noch Verlaufsfilter. Mit Stecksystem. Also ich habe hier einen Adapter drauf geschraubt, hier ist ein Polfilter mit eingebaut und man kann diesen Adapter für das Stecksystem hier draufstecken und hier passen dann bis zu 3 Steckfilter drauf. Bei Steckfiltern gibt es ebenso auch ND-Filter, ist auch wieder ein 10er. Das ist im Prinzip das gleiche wie der Schraubfilter, nur eben als Stecksystem. Und es gibt Verlaufsfilter, die es, soweit ich weiß, beim Schraubsystem nicht gibt. Das ist jetzt beispielsweise ein Reverse-Verlaufsfilter, also im Prinzip ist der hier am dunkelsten und wird hier wieder heller. Der ist zum Beispiel bei Sonnenuntergängen gut, wo die Sonne tief steht. Und ich habe noch einen zweiten, mehr konnte ich mir leider nicht leisten. Einen ganz normalen Grauverlaufsfilter, 3 Blendenstufen, weicher Verlauf. Der ist dazu da, wenn man eine Landschaftsszene fotografiert oder filmt, und der Himmel ist sehr hell und der Vordergrund ist verhältnismäßig dunkel, dann kann man das damit abblenden, den Himmel, und das Ganze von der Belichtung sehr schön balancieren. Ja, auf Island hatte ich das Leaf-Filter-System ausgeliehen von einem Freund. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Jetzt habe ich mir das Nisi-Filter-System gekauft. Warum das? Weil das hier, zumindest in den Bewertungen, einen etwas neutraleren, eine neutralere Farbwiedergabe hat. Das ist für RAW-Fotos nicht so wild, aber wenn man filmt und man kriegt oben einen Farbstich rein, Magenta oder Rot oder was auch immer, dann ist es ein bisschen nervig, das rauszunudeln. Ich erhoffe mir also, dass das Ganze auf den Lofoten in 2 Wochen sich auszahlt. So, und für Steckfiltersystem gibt es natürlich 1000 andere Filter noch in unterschiedlichen Intensitäten. Also es gibt 15er Filter, es gibt andere Verlaufsfilter, da kann man richtig unglaublich viel Kohle lassen. Verlaufsfilter kann man sehr gut digital simulieren, indem man einfach 2 Belichtungen macht oder 3 Belichtungen macht, das Ganze in Lightroom oder Photoshop übereinander legt und dann entweder als HDR und also in Lightroom und HDR macht und dann einen digitalen Verlaufsfilter rüberzieht oder eben das gleiche in Photoshop macht. Nochmal, ich finde es schöner, wenn man das Ganze in einem Foto hat, wenn man das Ganze vor Ort schon fertig macht. Ich fühle mich dann immer besser als Fotograf, als wenn ich das Ganze in Lightroom hinnudel. Ich habe allerdings die letzten Jahre das auch in Lightroom gemacht, weil ich einfach die Investition gescheut habe. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und da sind wir eigentlich auch schon genau beim Punkt. Ich finde, wenn man sich die Frage stellt, brauche ich das, ja oder nein, ist es eigentlich eine Typensache. Was mache ich für Fotos?
wenn ich viel Richtung Horizont mit hellem Himmel oder viel Langzeitbelichtung machen möchte, dann würde es sicherlich Sinn machen. Bei Porträt vielleicht eher nicht. Und ist es mir egal, dass ich das Ganze am Rechner mache, dann spart euch den ganzen Spaß, weil es ist echt eine wahnsinnige Investition. Oder möchte ich das gerne beim Fotografieren so final wie möglich haben, dann kommt ihr wahrscheinlich um so ein System nicht herum. Wie gesagt, eingangs gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten, Schraubfilter und Steckfilter. Schraubfilter hat den Vorteil, dass die meist günstiger sind, weil kleiner. Und den Nachteil, dass man halt eine Größe hat und dann muss man sich so mit Stepping-Ringen heißen die, auf unterschiedliche Größen adaptieren. Also das ist jetzt beispielsweise ein 82 mm Filter, der geht auf das 24 bis 70 von Canon. Würde auf das 25 mm von Zeiss nicht passen. Da gibt es dann so einen Stepping-Ring, den tut man da, schraubt man dann drauf, dass der die 67 mm auf 82 adaptiert und dann kann man den hier drauf schrauben. Ist ein bisschen Gefrickel, aber diese Stepping-Ringe kosten 1-2 Euro und da muss man nicht jedes Mal so einen teuren Filter kaufen. Das gleiche gilt für das Stecksystem. In so einem Stecksystem üblicherweise kommen auch so Adapterringe mit für unterschiedliche Objektivtypen, ja, dass man einfach den Spaß hier abmacht und an ein anderes Objektiv dran schraubt. Ich glaube, das hier ist die Königsklasse, ist aber auch am aufwendigsten und sicherlich auch am teuersten. Es gibt unterschiedliche Hersteller. Wie gesagt, ich habe das Nisi hier, ich verlinke den ganzen Spaß auch in der Beschreibung. Es gibt aber eben auch Lee und es gibt Hightech und die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden und eben auch ein bisschen nach Budget. So, ich hoffe, es hat ein kleines bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ich hoffe, es hat auch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt mir in die Kommentare. In zwei Wochen geht es ja jetzt auf die Lofoten. Da werde ich den ganzen Spaß ausprobieren. Ihr werdet live dabei sein, oder nicht live, aber ihr werdet dabei sein. Ich nehme euch mit. Da werdet ihr dann auch die Ergebnisse sehen. Die werde ich wie immer hier auf dem Kanal teilen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.